Ruhe am Set. Ton läuft. Kamera läuft. Action. Danke. Wenn Sie erlauben, meine Herren. Und innerhalb von 3 Wochen musste ich 10 Pfund abnehmen. Ja. Och, und dann die Werbefotos. All diese wunderschönen Kleider, die ich dann tragen werde. Ich hab doch Nein gesagt. Ach, Greta, liebes, du kennst mich doch. Nein, war eben die falsche Antwort. Es ist nicht ein bestehendes Stück. Wir haben das zusammen erarbeitet. Claudia Winfield, Liz Leitner und ich. Und es ist eigentlich daraus gekommen, also erstens, sie sind natürlich totale Fans von der Greta Garbo oder Marlene Dietrich. Ich auch von beiden. Ich habe es aber noch nicht so gekannt, wie die 2 Schauspielerinnen sie schon gekannt haben. Und sie haben eigentlich den Vorschlag gebracht. Hollywood. Jeder, der ein Dauerlächeln auf seinem Gesicht trägt, verbirgt eine Härte, die Angst einflößend ist. Es ist eigentlich sehr spannend, weil das zwei natürlich Persönlichkeiten sind, also Frauen, oder, die total ihr Leben gelebt haben, wie sie es wollten. Und man muss vorsichtig sein, wem man was erzählt. Man konnte es eigentlich nicht zu Boden machen, oder? Und sie konnten sich schützen. Sie haben sich auch zurückgezogen, wenn sie wollten. Und haben eigentlich das gelebt, was sie wollten. Und das ist ganz stark, oder? Das gibt es nicht so häufig im Filmgeschäft. Miss Dietrich wird dieses Interview nur so lange führen, wie sie es für den Film für zuträglich hält. Fragen über Privatleben sind nicht gestattet. Und Sie werden das Interview Punkt 6.30 Uhr beenden. Und zwar höflich. Wenn man Schauspielerin ist, dann ist das natürlich schon ziemlich herausfordernd. Also da die großen Diven sozusagen sich zu Gemüte zu führen. Aber ja, wir sind einfach große Fans. An der Spitze ist man oft einsam. Es hat sehr Relevanz auf den heutigen Tag. Also, finde ich, sie waren sehr moderne Frauen in ihrer Zeit gewesen und sehr kontrastreich. Und das macht es noch interessant. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?